Tage werden immer kürzer, es wird kühler. Oh no! Die Blätter der Bäume verfärben sich schon langsam und einige Bäume haben auch ihr Laub abgeworfen. Und Laub ist eine sehr wertvolle Ressource im Garten und es gibt auch einige Gründe dafür, warum auch du Laub im Garten haben solltest und du es nicht einfach wegbringen oder wegwerfen solltest, nur damit dein Garten etwas ordentlicher ausschaut. Der erste Grund für Laub im Garten ist der Humusaufbau und ich mache das einfach sehr gerne im Herbst, Laub zu sammeln und damit meine Beete zu bedecken. Einerseits ist es eine sehr gute Isolationsschicht im Winter gegenüber dem Frost und zumal bietet es auch eine, sagen wir mal, eine sehr gute Wärme, einerseits für die Mikroorganismen und auch für Regenwärmer, die dann auch später das Laub zersetzen und umsetzen, damit dann eine sehr schöne Humusschicht entsteht, damit dann später im Frühjahr eure Pflanzen eine ziemlich gute Grundlage haben, dass sie dann sehr stark wachsen können. Wichtig dabei ist, dass ihr aufpasst, welches Laub ihr nutzt. Also Laub von Nussbäumen haben in der Regel sehr viele Gerbstoffe, wie zum Beispiel Walnuss oder Eiche. Und das merkt man einfach, unter den Bäumen wächst in der Regel nichts, weil ihr halt mit den Gerbstoffen Beiwuchs ziemlich stark unterdrücken und diesen Effekt habt ihr dann auch, wenn ihr das zu viel in euren Beeten mit einarbeitet. Also wenn ihr zum Beispiel Walnussblätter habt oder Eichelblätter, dann wirklich in ganz geringen Mengen. Sonst würde ich dann separaten Kompost zum Beispiel ansetzen, indem ihr zum Beispiel nichts macht. Oder was ihr auch machen könnt, ist ein Berkeley-Kompost. Das ist ein Kompost mit Heißrotte. Das habe ich auch vor 2 Jahren zum Beispiel gemacht und da zersetzt sich das Walnusslaub ziemlich schnell und das Die Methode empfehle ich zum Beispiel, wenn ihr sehr viele Walnussblätter habt, dass ihr einen sehr schnellen Kompost macht. Natürlich auch wieder sehr gut durchmischen mit zum Beispiel Bokashi, Grasschnitt, Holz, Häcksle und alles Mögliche, dass ihr da das ein bisschen gut untermischt. Das empfehle ich ja sowieso bei Kompost. Und sonst was, wo ihr nie genug Laub bekommen könnt, ist zum Beispiel von Obstbäumen oder von Laubbäumen anderer Art. Also einfach nur auf diese Nussbäume aufpassen, dass ihr da nicht zu viel bei euch in die Beete mit reintut, einfach wegen den Gerbstoffen. Neben dem Aspekt des wichtigen Humusaufbaus und für den Kompost ist es auch besonders wichtig, gerade für Leute, die jetzt zum Beispiel keinen Gemüsegarten haben, dass man Laubhaufen einfach so im Garten stehen lässt. Einfach aus dem Grund, dass sich halt da sehr viele Tiere einen Unterschlupf suchen. Das Paradebeispiel ist ja zum Beispiel der Igel, der nimmt sich dann das entsprechende Laub und baut damit zum Beispiel seinen Haufen. Das ist ein ziemlich guter Nutzen. Des Weiteren tun auch da sich sehr viele Insekten auch tummeln, Falter, Spinnen, Molche, andere Käfer, die halt einfach dort Unterschlupf finden bei sehr kalten Winter, sage ich mal. Also sich einfach vor Frost schützen und dort halt einfach überwintern. Weil wie gesagt, das Laub isoliert einfach und da haben dann diese Tierchen Unterschlupf. Also das heißt, wenn ihr eine hohe Artenvielfalt bei euch im Garten haben möchtet, lasst einfach das Laub liegen beziehungsweise macht da einen schönen Haufen in irgendwo einer Ecke, wo man das jetzt zum Beispiel nicht unbedingt sieht, wo ihr euch vielleicht nicht irgendwie schämt deswegen oder eure Nachbarn deshalb euch komisch anschauen oder irgendwie ansprechen, dass es zu unordentlich ist. Wenn ihr jetzt da sehr viel Wert drauf legt, aber für die Artenvielfalt besonders wichtig, einfach den Laubhaufen im Garten zu haben. Eine weitere Möglichkeit, wie ihr zum Beispiel Laub nutzen könnt, und die Methode habe ich erst kürzlich erfahren, ist zum Beispiel in eurem Hühnerstall. Und zwar könnt ihr so eure Strohkosten reduzieren, indem ihr zum Beispiel Laub anstelle von Stroh nutzt. Und als Beispiel jetzt hier kann man ganz gut Eichenlaub verwenden. Und wenn es halt getrocknet ist, nimmt es auch ziemlich gut die Feuchtigkeit bzw. den Kot auf und verrottet dann auch noch ziemlich schnell, weil das Eichenlaub auch eine zusätzliche Hitze dadurch entsteht und dann habt ihr auch einen viel schnelleren Verrottungsprozess und dann könnt ihr dann zum Beispiel im Frühjahr dann auch ziemlich gut ausmisten mit einer Schaufel und könnt dann nochmal einen separaten Kompost anlegen, wo es dann nochmal zusätzlich schneller umgesetzt wird, bis ihr es dann in die Beete mit reintun könnt. Also ihr könnt es mal ausprobieren, das ist eine ziemlich gute Möglichkeit, wie ich finde, um einfach auch Kosten in Bezug auf Stroh zu sparen. Und ich denke mal, den Hühnern wird es jetzt auch nicht unbedingt schlechter gefallen, weil man simuliert es sozusagen, als ob man im Wald wäre. Und im Wald liegt ja auch überall
Das Laub rum hat ja natürlich seinen Sinn und das wird ja auch den Hühnern dementsprechend auch gefallen. Und wenn wir ja auch schon an dem Punkt bei dem Wald sind, im Wald ist halt das perfekte Beispiel: Laub, Grundlage für Mikroorganismen, Regenwürmer, für alle möglichen Tiere, Insekten, Falter, Spinnen und auch für Pilze. Man kann ja auch Laub zum Beispiel für die Pilzzucht nutzen. Und wie immer halt Vorbild, Wald macht es uns vor und so sollten wir es auch im Garten machen, damit wir halt einerseits gesunde Böden haben und eine gute Artenvielfalt. Dann wünsche ich Ihnen auch viel Spaß beim Laub zusammenrechnen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben geben, kommentieren, liken und den Kanal auch kostenlos abonnieren, dabei auch auf die Glocke drücken. Die ganzen Sachen einfach nur, um den Algorithmus zu pushen, damit meine Videos und mein Kanal weiter verbreitet werden. Ich bedanke mich schon mal auch herzlich dafür. Wer mich nochmal zusätzlich unterstützen möchte für meine selbstständige Arbeit hier mit den Videos, den ganzen Aufwand, den ich hier reinstecke und ich das auch weiterhin unabhängig machen kann, kann mich auch gerne unterstützen. Ich habe PayPal, ich habe Patreon, ich habe auch eine Bankverbindung, wo man zum Beispiel mich finanziell unterstützen könnt. Und das findet ihr auch alles auf meiner Webseite. Auf meiner Webseite findet ihr auch zusätzlich noch Produkte, die ich anbiete für euer, sagen wir mal, Lager in Sachen von eingekochtes, fermentiertes wie Sauerkraut, könnt ihr auch bei mir zum Beispiel bestellen. Saatgutliste von meinen Sachen, von Obst- und Gemüsesorten, von Tomaten, Melonen, Gurken, Zucchini, Salate, Möhren, Mangold, alles Mögliche dabei. Könnt ihr auch unten alles einsehen. 50 verschiedene Tomatensorten habe ich zum Beispiel. Findet ihr alles auf meiner Webseite bzw. in der Videobeschreibung unten. Und zusätzlich habe ich auch noch eine eigene Telegram-Gruppe für meine schleimfreie Heilkost bzw. Rohkosten und Fasten. Das ist so eine Art Arbeitsgruppe. Also wer da seine Gesundheit aufs nächste Level bringen möchte, kann sich da auch gerne mal ein bisschen schlau machen bzw. mir eine Nachricht schreiben. Ist ein monatlicher Beitrag von 40 € und dann seid ihr da mit dabei mit Büchern, Dateien, meine Erfahrungen, damit da ihr vorankommt. Zusätzlich biete ich natürlich auch Einzelcoachings, Gruppencoachings, Monatscoachings und auch viele verschiedene Kurse an, wie zum Beispiel Grundlage in die Permakultur oder auch Grundlage in die